Es ist Toto-Pokal-Halbfinale. Wer folgt der Spielvereinigung Haidhausen ins Finale? Es entscheidet sich heute zwischen dem FC Neuhadern und dem FC Schwabing. Beide Teams sind in bestechender Form. Schwabing seit 4 Spielen ungeschlagen und das liegt vor allem an ihm hier. Giancinto Sibilia ist mit 12 Treffern Schwabings Torschützenkönig und schoss in der letzten Runde den FC Teutonia im Alleingang aus dem Pokal. Die Neuhaderner müssen sich heute aber gar nicht verstecken. Spitzenreiter in der Kreisliga und in den letzten 2 Ligaspielen erzielte man 14 Tore. Da trifft also heute geballte Offensivkraft aufeinander. Rein geht es in das Flutlichtspiel am Mittwochabend. Schwabing beginnt in Rot-Weiß, Neuhadern in Blau. Und die Gastgeber legen direkt los wie die Feuerwehr. Giftig in den Zweikämpfen. Falkan klaut sich hier die Kugel und fackelt nicht lang. Was für ein Start für die Jungs aus dem Münchner Südwesten. Keine 120 Sekunden sind gespielt und dann fasst sich der 25-Jährige ein Herz. Da kann sich Minich im Kasten noch so strecken. Der Schuss ist Maßarbeit. Was ist die Antwort der Schwabinger? Natürlich geht es über Sibilia. Im Zusammenspiel mit Schmidt versucht es mit dem Lupfer. Doch haarscharf am 1:1 vorbei. In der Folge fangen sich die Schwabinger und drücken auf den Ausgleich. Immer wieder wird Sibilia gesucht. Wunderbar bedient und kommt dann mal frei zum Schuss. Und so frei darf man diesen Sibilia nicht schießen lassen. Da kennt er kein Erbarmen. Sein 6. Treffer im Pokal und damit 1:1 nach einer Viertelstunde. Es ist ein offenes Spiel zwischen diesen Kontrahenten. Das ist Mauerer und jetzt schnallen sie sich gut an. Zieht einfach mal ab. Ja, bist du denn des Wahnsinns? Was für eine Bude vom 22-jährigen Topstürmer. Bringt sein Team mit diesem Traumtor in Front. Der Treffer gehört definitiv in die Kategorie Tor des Monats. 2:1 ist dann auch der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel versuchen beide Teams viel. Zählbares kommt dabei aber nicht heraus. Vielleicht mal über einen Standard. Und der kommt punktgenau auf den Kopf von Petersen. Das 3:1, eine knappe Viertelstunde vor Schluss. War es das oder können die Schwabinger das Ruder hier noch rumreißen? Und keine 6 Minuten später lassen die Hausherren das Schwabinger Herz wieder höher schlagen, denn Dennis Falkan holt sich hier eine rote Karte wegen Nachtretens ab. Eine wirklich unnötige Aktion vor den Augen des Unparteiischen, 10 Minuten vor Schluss. Die Gäste werfen dann alles nach vorne. Es geht über Steinmaßl mit dem langen Ball und der findet einen Abnehmer. Lukas Wertmann mit dem Anschlusstreffer, 5 Minuten vor Schluss. Das wird jetzt eine ganz heiße Schlussphase. Keine 60 Sekunden später. Wieder geht es über Steinmaß. Sucht und findet wieder Dwertmann am Ende. Eine exakte Koproduktion des Anschlusstreffers. 3:3. Die Schwabinger schaffen das Comeback. Das ist ja hier wie im Tollhaus. Und die Neuhadener kriegen heute einfach nicht genug von unnötigen Karten. Schwankel blockiert hier den Freistoß und das kann nur die Ampelkarte zur Folge haben. Der FC schwächt sich hier ganz von allein. In der regulären Spielzeit passiert dann aber nichts mehr und so geht es ins Elfmeterschießen. Neuhadern mit einem möglicherweise leichten Vorteil setzten sich im Viertelfinale gegen Ottobrunn ja schon im Elfmeterschießen durch. Wir befinden uns jetzt schon in der 2. Runde, nachdem alle, einschließlich die Torhüter, getroffen haben. Al-Dulaimi schnappt sich die Kugel, probiert es mit dem Chip, bleibt jedoch hängen. Mann, oh Mann. Sieht cool aus, wenn man den reinmacht, aber wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Liebhardt hat nun die Entscheidung auf dem Fuß. Kann er seine Jungs ins Finale schießen? Liebhardt macht's ganz trocken und beendet diesen Thriller.
Da gibt es für die Hausherren kein Halten mehr. Neuhadern setzt sich am Ende gegen den FC Schwabing mit 13:12 nach Elfmeterschießen durch und trifft im Finale des Toto-Pokals auf die Spielvereinigung Haidhausen. Was für ein Spiel!